bevor es jetzt in die Logistik weitergeht, habe ich noch einen Abstecher gemacht hier ins Archiv von Cars and Trucks. Da habe ich auch schon den richtigen getroffen zum Thema Cars and Trucks im Archiv von Cars and Trucks. Matthias Wolf, Produktmanager. Was ist denn dein beliebtestes Modell? Mein beliebtestes Modell, mein Lieblingsfahrzeug, hängt natürlich auch irgendwo mit meinem Job zusammen. Das ist der Herper Monument Truck. Der erste, unser erster Herper oder unser zweiter Herper Showtruck, mit dem wir eigentlich mit der Firma, mit dem Spediteur auf Events mit unseren Kunden so viel erlebt haben, so viele schöne Sachen verbinden können. Das ist nach wie vor mein Lieblingsmodell. Wir haben auch damals nicht geglaubt, dass wir jemals so viel davon verkaufen können. Und die Nachfrage war so erschütternd groß. Es ist heute noch ein sehr gesuchtes Modell, was auch noch im dreistelligen Bereich gehandelt wird. Steht das irgendwo hier im Archiv? Das steht hier vorne im Archiv, ja. Bei den Spezialitäten. Hier haben wir es schon. Das ist dann der Monument Truck. Gibt es den im Original auch noch? Den gab es im Original auch über viele Jahre und wurde dann nach, ich glaube, an die 17, 18 Jahre ist er gelaufen. Da wurde er dann verkauft und ging ins Ausland nach Fernost. Was war denn das erste Modell, was Herper Maillet rausgebracht hat? Das erste Modell, das war eigentlich ein BMW 635 CSI. Mit der Nummer 1? Nein, nicht mit der Nummer 1, mit der Nummer 2000. Da oben ist er, ja. Das ist mir ein bisschen hoch, ich bin zu klein. Also der BMW 36 CSI, damals noch aus heutiger Sicht fürchterliche Farben, senfgelb. Ja. Wenn wir heute sowas machen wollten, würde uns BMW steinigen, ein Auto in der Farbe. Aber es waren damals gegenüber dem damaligen Wettbewerb halt absolute Highlights, diese Fahrzeuge. Die noch deutlich einfacher als hier heute die Autos. Ja, ja, natürlich. Und maßstäblicher vor allem. Sie waren 1:87, während der Wettbewerb immer eher 1:90 produziert hat. Ah, okay. Und war das auch das meistverkaufteste Auto? Nein, das meistverkaufte steht da oben unter der 2017, also bis heute das meistverkaufte Fahrzeug. Auch wieder poppige Farben damals in der Anfangszeit. Die Ente. Die Ente. Die Ente ist ein absoluter Topseller, der sich heute noch ungebrochen gut verkaufen lässt. Ja. Wir machen zwar heute nicht mehr solche Farben wie Pink oder Schlüpferblau. Ja. Das machen wir dann heute nicht. Wir machen schon die klassischen Farben, haben auch leichte Modifikationen durchgeführt. Ja. Mittlerweile gibt es ja die Ente dann auch als Charleston-Ente. Das ist im Laufe der Jahre dann alles gewachsen, dass dann auch Varianten dazu kamen, bedruckungstechnisch und so weiter. Wie kannst du den Erfolg der Ente erklären? Ihr habt so viele tolle Fahrzeuge, auch Porsches und Autos, die sich sonst keiner leisten kann, aber die Ente ist reizvoll? Die Ente ist genau wie der Käfer ein Kultfahrzeug. Warum wir damals Ende der 70er Jahre keinen Käfer gemacht haben, ist mir heute schleierhaft, kann ich nicht sagen. Wäre mit Sicherheit eine arge Konkurrenz zur Ente geworden, was die Verkaufszahlen bis heute betrifft. Wir haben dann ja später, auch zu meiner Zeit, als ich hier war, angefangen, den 1200er Käfer zu machen, ein Werkzeug dafür zu bauen. Der verkauft sich auch blendend. Aber wenn ich die ganzen Jahre davor noch mitrechnen würde, hätte der Käfer die Ente eigentlich fast überholt. Das ist so wie draußen auch diese Kultfahrzeuge, diese Volumenfahrzeuge, die draußen gebaut wurden, die laufen auch als Modell, weil die Identifikation am größten ist, laufen auch als Modell immer am besten. Das heißt, sowas wie Trabi läuft dann auch gut? Trabi läuft auch gut. Der ist ja damals dann zur Wende gemacht worden, der Trabi. Und da waren wir ja auch mit die Ersten, die in Trabant Modell damals gefertigt haben. Und Trabi ist auch heute noch Kult. Ne? Ich erinnere mich. Deshalb haben wir ja auch im Fuhrpark einen Käfer und einen Trabi. Ost- und Westklassiker. Ah, okay. Diese Kultfahrzeuge. Alles klar. Was ist denn so ein Modell, was hier sehr beliebt ist bei den Sammlern und was vielleicht auch sehr wertvoll ist? Das muss man unterscheiden. Das geht einmal in den LKW-Sektor. Da muss ich allerdings hier mal anscheinend auf eine Referenz zurückgreifen. Das ist ein Modell der Spedition Talke. Wir haben damals dieses Modell für Talke gefertigt. Wir haben parallel dazu das gleiche Fahrzeug, nahezu das gleiche Fahrzeug mit einer kurzen Nahverkehrskabine in einer relativ moderaten Stückzahl für die Spedition Talke exklusiv gefertigt.
Also ich weiß heute von Verkäufen aktuell, dass die zwischen 600 und 700 Euro liegen für ein Modell. Ich weiß, wo noch reichlich liegen. Ich sag's aber nicht. Warum sind die dann so teuer? Ist das dann die Stückzahl, die das ausmacht? Weil spektakulär sieht das jetzt für mich nicht aus. Nein, das stimmt. Wir haben 1980 angefangen, mit der Spedition Talke zusammenzuarbeiten, haben Modelle sowohl für unser Handelsprogramm gemacht, haben dann auch für Talke Exklusivmodelle als Werbegeschenk gefertigt. Mhm. Und mit der kurzen Kabine, das war so ein Werbegeschenk. Damals haben wir uns dann viele Sachen im Handelsprogramm auch geschenkt. Ohne Türdruck dieses Fahrzeug war im Handelssortiment. Mit Türdruck, auch wieder exklusiv für Talke. Das sind so Spielereien gewesen, die man damals gemacht hat. Und dieses Fahrzeug mit der kurzen Kabine, da gab es nur 300 Stück von. Mhm. Also jetzt steht oben im Museum, deshalb kann ich es hier nicht zeigen. Mhm. Da gibt es nur 300 Stück von. Und wie gesagt, die sind exklusiv für Talke gewesen und meines Wissens nach auch niemals alle rausgegeben worden. Und solche Sachen machen natürlich einen Talke-Sammler total verrückt. Ja? Wir fertigen heute noch Talke-Modelle. Die sind auch heute noch sehr beliebt. Wenn ich über 40 Jahre lang von einer Spedition Modelle mache, ist es natürlich ein Sammelthema, was immer wieder gepusht wird durch Neuerscheinungen, durch Sondermodelle, die Talke gemacht hat. Und wenn der Sammler alles für Geld kaufen könnte, bei uns im Handelsprogramm, wäre das Sammeln uninteressant. Mhm. Es müssen auch immer wieder Sondermodelle gefertigt werden, Exklusivmodelle für Speditionen, wo man sich ein bisschen anstrengen muss, um da ranzukommen. Das macht das Sammeln ja letztendlich zum Reiz. Das heißt, das Sammlermodell entsteht nicht nur, dass es eine spektakuläre Form ist, sondern dass auch das Original ein interessantes Fahrzeug ist, das auf den Straßen zu sehen ist. Wie gesagt, die Talke-Fahrzeuge sahen früher so aus. Mhm. Relativ einfach. Es ist ein Einfahrtdruck rechts, links, hinten und auf den Türen. Das ist also sehr, sehr moderat. Ich sag mal so, das ist kein Showtruck, das ist optisch ja nicht unbedingt der Reißer, wenn ich den auf der Straße sehe. Wenn ich ihn 1980 gesehen hätte, hätte ich den wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Ja. Aber durch diese lange Geschichte, die wir mit Talke oder auch mit anderen Speditionen, wie zum Beispiel Wand oder wie die Betz, wenn wir diese Historie selber aufgebaut haben, über 40 Jahre lang, dann macht das natürlich den Reiz aus und der Sammler hat ja den Trieb, auch immer wieder komplett zu werden. Ne? Was gibt es da sonst noch für Schätzchen hier im Archiv? Ja, im Pkw-Sektor hätten wir hier noch was Schönes. Eine Geschichte, die wir über Jahre verfolgt haben und produziert haben. Für Alpina haben wir BMW-Modelle modifiziert. Mhm. In einer speziellen Alpina-Farbgebung. Das ist jetzt hier der B10. Alpina B10 V8. Das sind Sachen, die haben wir auch im Handelsprogramm gehabt. Allerdings in Farben wie Grünmetallic oder Rot mit der entsprechenden Bedruckung. Aber diese Blau-Metallic-Farbenen, die wurden nur an Alpina geliefert und sind an die entsprechenden Eigentümer der Originalfahrzeuge, weil die alle auf der Schachtel durchnummeriert sind. Die Originale sind auch nummeriert. Das heißt, jeder, der sich einen Original-Alpina gekauft hat, hat mit seiner Nummer auch dieses Modell dazu bekommen. Das heißt, wie viel gibt es davon? Hier gibt es jetzt ein paar mehr, ich glaube. 1600 steht drauf, kann das sein? 1600, ja. Vom B10 V8 haben wir damals noch sehr viel gemacht. Das ging dann nachher runter, dass wir teilweise nur noch 300 Stück gemacht haben für Alpina, weil die Originale auch nicht in einer größeren Stückzahl gab. Mhm. Und wie irgendwann werden die heute gehandelt dann? Wenn die verkauft werden? Ist ganz unterschiedlich. Also in einer wirklich schönen Originalverpackung. Die Verpackung spielt eine ganz große Rolle. Ja. Mhm. Die gehört einfach dazu. Und in so einer Originalverpackung werden da auch schon mal 200-300 Euro für einen Pkw bezahlt. Was ist denn so das größere Sammlerthema? Sind es die Speditionen? Sind es die Pkw? Oder sind es Einsatzfahrzeuge? Kann man das überhaupt irgendwie feststellen? Nein, also die kann man nicht miteinander vergleichen. Es gibt reine Pkw-Sammler, es gibt reine Lkw-Sammler und es gibt auch Einsatzfahrzeugsammler. Einsatzfahrzeugsammler sind meist in irgendeiner Form in dem Bereich auch tätig, entweder bei Feuerwehren, bei der Polizei, wie auch immer, oder haben eine Affinität dazu. Die werden keine Lkws kaufen oder auch keine Pkws kaufen, unbedingt. Ja? Mhm. Man kann ja heutzutage nicht mehr alles kaufen, das geht einfach nicht. Mhm. Und deshalb hat sich jeder so ein bisschen spezialisiert auf sein Gebiet und wir versuchen auch alle Gebiete entsprechend zu bedienen.
Das heißt, sowohl den Einsatzfahrzeugsektor durch Formneuheiten, durch Berufungsvarianten von regional unterschiedlicher Bedeutung im Ausland wie auch in Deutschland. Und das Gleiche machen wir auch im Pkw-Sektor und im Lkw-Sektor. Gibt es hier noch so ein Einsatzschätzchen irgendwo? Einsatzfahrzeuge wird es mit Sicherheit geben. Hier sehe ich jetzt gerade nur Baukipper. Ist Bau auch so ein eigenes Thema? Ich würde es mal ganz grob in den Bereich der Lkw-Sparte mit reinnehmen. Aber ich glaube, Einsatzfahrzeuge sind noch mal einen Gang weiter. Nein. Ja. Hier haben wir zum Beispiel ein Feuerwehrfahrzeug. Aha. Das ist mal gemacht worden für die Intermodellbau. Ist von der Feuerwehr Dortmund. Das machen wir ja seit Jahren. Sondermodelle für die Feuerwehr Dortmund. Mhm. Und es gibt freilich auch andere Auftraggeber. Das ist jetzt nicht unbedingt Einsatzfahrzeug, das ist jetzt ein Truckservice Hahne. Ah, Truckservice, okay. Also die findet man hier überall dazwischen. Was ist denn ein Bayern-Pkw? Wir haben irgendwann in den 80er Jahren angefangen, für Bayern Sondermodelle zu machen. Nur für die bayerischen Fachhändler. Das lief über die Initiative, kam vom damaligen bayerischen Handelsvertreter. Und da haben wir halt fiktive Modelle, also reine Fantasie, gefertigt, meist auf BMW und MAN-Basis. Mhm. Klar, die kommen beide aus Bayern. Mhm. Ja. Und haben dann angefangen, da eine Serie zu bilden. Selbst Walter Rosner, der Airbrusher, hat einmal ein Fahrzeug gestaltet für die Bayern-Serie, den Aloysius Truck. Okay. Also das sind einfach Ideen, die wir über lange Zeit weiterverfolgt haben. Nur mittlerweile fehlen uns Fertigungskapazitäten für solche Sachen. Und das Interesse ist auch ein klein wenig gesunken an diesen beiden Modellen. Lieber authentische Sachen, mit Ausnahme des Weihnachtsmodells, was auch jedes Jahr Fantasie ist, aber auch eine Historie hat. Mhm. Das gibt es seit 87. Machen wir eigentlich nur noch Fahrzeuge nach authentischem Vorbild. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hm. Was ist dein Lieblingsthema? Lkw oder Pkw? Ich bin eigentlich als Lkw-Fan in die Firma gekommen, obwohl ich mit der Szene selber nie was zu tun hatte. Mhm. Das wurde natürlich durch die ganze Trucker-Szene, mit der ich dann immer tiefer in Kontakt gekommen bin, wurde es natürlich dann immer stärker. Aber für mich privat macht ein Lkw wenig Sinn, klar. Ich stehe dann eher auf Oldtimer und ich fahre ja auch Oldtimer. Und da ist natürlich dann sowohl ein schöner Pkw wie auch ein schöner Oldtimer für mich wesentlich interessanter. Abschlussfrage, wie viele Modelle stehen hier? Wie viele Modelle gab es seit Gründung? Also ich denke, es müssten mittlerweile über 15.000 unterschiedliche Modelle geben, mit allen Farbvarianten. Wenn es nicht sogar noch mehr sind, das müsste ich wirklich nochmal recherchieren. Aber so um die 15.000, 16.000, 17.000 Stück werden es mit Sicherheit sein. Und wie oft fragen Sammler nach, hier mal reingucken zu dürfen? Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, dass es das bei uns gibt. Alles klar, dann vielen Dank und viel Spaß noch im Archiv. Danke.